Es gibt ganz viele Geschichten bei uns zum Scheitern. Eine der, finde ich, sehr spektakulären war Google Wave. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, die sind mit einem ziemlich großen Ansatz oder wie Matthias ja gerade schon sagte, einem revolutionierenden Versprechen an den Start gegangen und haben gesagt, E-Mail funktioniert überhaupt nicht, sind Sie schon mal auf einen Thread eingeladen worden, dann müssen Sie die E-Mails rückwärts lesen. Ganz viele Probleme mit E-Mail und haben ein ganz spannendes Produkt eigentlich entwickelt. Das Problem ist, das war so kompliziert, dass nur wirkliche Nerds und Informatiker daran Spaß hatten. Und ich glaube, es gibt bestimmt noch den einen oder anderen, der es benutzt. Es ist jetzt geopen-sourced worden und bei Novell unter Apache-License wird es weiterentwickelt. Also wer weiß, Totgesagte leben länger und viele Funktionen, die da drin stecken, sind wirklich spannend. Viele sind übrigens auch mittlerweile in Google Docs drin. Wenn Sie sehen, wie da die Diskussionen jetzt bei Kommentaren ablaufen, die haben relativ viel gelernt davon. Also ich habe ein ähnliches Credo eigentlich wie der Matthias, war nicht vorher abgesprochen, aber anscheinend resoniert das in unseren beiden Organisationen. Also Innovation ist per se sehr schlecht planbar. Der Professor Schildhauer ist hier, beschäftigt sich viel mit Innovationsforschung. Ich bin gespannt, ob er mir zustimmen würde, dass Innovationsmanagement eigentlich ein Oxymoron ist und so gar nicht wirklich möglich. Man kann aber natürlich gute Voraussetzungen für Innovation schaffen und das heißt möglichst viel experimentieren und da würde ich dem Matthias absolut recht geben, eben auch scheitern. Der kleine Unterschied, den ich vielleicht da noch einfügen würde, ist möglichst früh scheitern, wenn nämlich noch nicht zu viel Ressourcen und Zeit da jeweils reingeflossen sind. Und ich denke, ganz wichtig, was ich in Deutschland hier immer wieder sehe und von den Kollegen höre, ist, es ist ein sehr kritisches Umfeld, ein konstruktiv kritisches im guten Falle. Aber wenn ich zum Beispiel an den Kollegen von gestern denke, der über dieses Gedächtnis der Nation berichtet hat, dann ist es wirklich ein bisschen ein Vorwurf fast schon, dass an so ein junges Projekt gestellt wird, was ja wirklich in recht schneller Zeit schon einiges geschafft hat, aber eben noch ganz am Anfang steht. Und da wird doch, sagen wir mal, eher die Konkurrenzsituation gesehen als das eigentlich doch tolle Ziel und in verschiedener Weise finde ich auch schon ganz interessant umgesetzte Möglichkeit, wirklich ein Gedächtnis von Zeitzeugen in Form von so einem rumfahrenden Bus und so weiter zu machen. Nun gut, also ich habe hier mal aufgelistet, was in den letzten, hier fangen Sie schon 95 an, aber 13 Jahren offiziell, seitdem es Google gibt, alles passiert ist. Ich glaube, die Hälfte dieser Produkte könnte man jetzt ungefähr auch wieder streichen. Die haben also nicht so funktioniert, wie das angedacht war oder funktionieren nicht mehr. Ich habe mich jetzt für den Vortrag aber doch dazu entschlossen, speziell über Scheitern oder Probleme oder den Ansatz bei Google Books zu sprechen. Und insofern da zu zeigen, wie immer wieder neue Experimente passieren und dann dazu führen, dass das Produkt idealerweise sich laufend verbessert. Es gibt so ein Bon mot oder vielleicht auch ein Riesenverbrechen bei Google. Release early and often heißt ungefähr, wir starten die Produkte in der Beta-Phase, wenn sie ungefähr zu 85% fertig sind und verbessern sie dann, während sie schon genutzt werden. Das hat den riesen Vorteil, dass diese letzten 20%, um die noch richtig gut hinzukriegen, brauchen Sie ungefähr noch mal 100% so viel Zeit, wie Sie zu dem Entwickeln von den 80% gebraucht haben. Das heißt, ich würde in dem Fall dazu aufrufen, dass es von der Nutzerseite, und da spreche ich durchaus auch von den Institutionen, die Sie vertreten, schön wäre, ein bisschen mehr Toleranz zu haben, vielleicht auch so ein etabliertes Beta. Ja, wer das jetzt schon nutzen will, der kann das gerne tun und dabei auch helfen, das zu verbessern. Ja, aber erwarten Sie jetzt nicht immer die 100%ig richtige Funktion oder das eine oder andere fehlt noch, funktioniert eigentlich ganz gut. Bei der Google-Suche laufen jeden Tag ungefähr 200 Experimente, also sprich, da wird mal eine Linkfarbe verändert, da wird mal probiert, einen neuen Relevanzfaktor reinzubringen. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung ist fast der ganze Google-Algorithmus verstanden, reverse-engineert und es ist ein Spielchen geworden.
dass wir verändern was und 2 Wochen später steht auf den Blogs, wie man sein Ranking wieder hochkriegt. Also das ist ja, wie Sie mit Sicherheit nachvollziehen können, immer eine Frage der Diskriminierung, der Relevanz. Ja, wen setzt man nach oben, wen setzt man nach unten? Also es ist nicht ganz leicht, wirklich das Relevante vor das besonders jetzt für die Suchmaschine Optimierte zu setzen. Daher ist es, glaube ich, auch ganz sinnvoll, dass das ein Prozess ist, der zunächst mal bei uns ausprobiert wird und dann wieder reverse-engineert ist. So eine, wie teilweise gefordert, öffentliche Open-Source-Suchmaschine, glaube ich, funktioniert von der Sache her nicht. Ich habe jetzt das erste Beispiel für Google Books gebracht. Das war ein Experiment, da haben wir die Buchtitel, die Cover mit abgebildet und interessanterweise haben alle Leute gedacht, das wäre Werbung und haben deswegen nicht mehr drauf geklickt. Also sind jetzt keine Buchrücken mehr zu sehen, wenn sie in der normalen Google-Suche aktiv sind. Ähnliches Beispiel, bei uns gibt es einen Prozess, der nennt sich Dogfooding, also bevor wir die Sachen auf die Öffentlichkeit loslassen, müssen die Googler erstmal selber dran glauben. Und dieser Prozess des You gotta eat your own dog food haben wir zum Beispiel gemacht mit dem Ansatz, der gestern auch schon nachgefragt wurde, mit dem Print on Demand. Das ist also der Entrepreneur, der diese Espresso-Druckmaschinen vertreibt. Und ich muss sagen, ich hätte jetzt gedacht, also so von der Theorie her hat sich das alles super angehört. Ne? So eine große Firma oder eine Bibliothek stellt sich so eine Maschine dahin, können, wenn der Kunde das nachfragt, einfach direkt, ich glaube, der Kollege spricht von 5 Minuten, so ein kleines Buch ausdrucken. In der Praxis funktioniert es aber leider nicht, wenn man eben wirklich die Files dann durchhaut, sieht jedes 5. Buch einfach so aus, dass man es nicht benutzen kann. Das findet man nur raus, wenn man es probiert. Man hätte jetzt sehr lange mit dem noch verhandeln können und irgendwelche Verträge schmieden. Also es gab ein internes Pilotprojekt und es hat halt leider nicht geklappt. Ja, ein paar Probleme scheitern, ich sag mal einfach öffentlich gescheitert, wie der Matthias das gefordert hat. Es passiert natürlich, wenn man Millionen von Büchern einscannt, dass da auch mal ab und zu noch ein Finger auf dem Scanner mitzusehen ist. Würde man jetzt denken, fällt unter diese Kategorie Toleranz, von der ich schon gesprochen habe. Wenn Google das tut, gibt es Leute, die freuen sich da so dran, dass sie gleich ein Flickr-Konto erstellen und von allen Seiten der Welt diese entsprechenden Bilder zusammentragen. Ist für uns eigentlich auch ein ganz gutes Mittel, um die entsprechende Motivation zu haben, die Qualität hochzuschrauben. Aber ich sag mal, öffentliches Scheitern oder öffentliches Fehler machen kann schon auch eine spezielle Sache sein. Jetzt komme ich zu einem Kern von dem Vortrag, die Metadaten bei Google Books. Ich denke, jeder, der sich speziell als Experte damit schon beschäftigt hat, weiß, das ist ein Riesenproblem. Ich habe mich vorher mit der Lea Bauer und der Annabella Weißel noch ein bisschen informiert, wie das denn eigentlich genau funktioniert. Es ist also tatsächlich so, dass das alles algorithmisch abläuft und da hängt schon ein großer Knackpunkt, glaube ich. Ich komme später zur Überlegung, was man als Lösungsansatz da vielleicht nutzen kann. Also es werden von sämtlichen Dienstleistern, die sowas anbieten, plus die Bibliotheken, die bei denen gescannt wird, plus Websuche, also Referenzen, die es im Web gibt, Datensätze aggregiert und dann versucht herauszufinden, welches sind die gewichtigeren, welches sind die weniger gewichtigeren. Jetzt können Sie sich vorstellen, Sie kriegen zu einem Buch 5, 6, 7 verschiedene oder Datensätze, die sind teilweise gleich, teilweise nicht gleich. Und teilweise ist es halt auch so, dass ein Fehler sich innerhalb von diesen Datenbanken sozusagen verselbstständigt und weiter kopiert wird. Das heißt, es ist 6 von 10 Einträgen sind 6 falsch. Das ist in der Praxis tatsächlich relativ häufig der Grund, warum wir uns dann für eine Sache entscheiden, weil wir den Fehler häufiger gesehen haben als den richtigen Eintrag. Würde man das mit Auge prüfen, wäre es natürlich deutlich einfacher, glaube ich, zu sehen, dass zum Beispiel Kollegen, die in den USA, wo wir den Hauptsatz dieser Datensätze herbekommen, die kennen einfach kein Ü. Wenn da ein deutsches Buch mit einem Ü drin im Titel übernommen wird, dann schreiben die einfach U, ein scharfes S sowieso nicht und so weiter. Also es gibt ganz viele Fehlerquellen und wir versuchen, die entsprechend zu finden und zu beheben, aber momentan, und das sind alles
Beispiele, die ich entweder nachvollzogen habe oder die direkt von 2010, glaube ich, sind. Ich habe jeweils die Quellen unten angegeben, wenn Sie das interessiert, dann noch etwas im Detail zu verfolgen. Hier haben wir also ein Buch, Leaves of Grass von Walt Whitman. Das ist bei den vier Klassifizierungen, die Sie hier sehen, viermal komplett unterschiedlich klassifiziert worden als Fiction, Biography und Autobiography. Literary Criticism, Juventile, Non-Fiction. Ich habe gerade schon versucht zu erklären, woher es kommt. Es sind unterschiedliche Quellen und wir können recht schwer erkennen, welches die richtige ist. Manchmal passieren aber auch ganz merkwürdige Dinge. Das habe ich den Kollegen auch gezeigt und da waren sie sprachlos, wussten sie auch nicht, wo das jetzt genau herkommt. Das Jahr 1899 ist aus irgendwelchen Gründen in dieser Datenbank besonders populär geworden und dementsprechend gibt es also eine Unmenge von Büchern, die ganz offensichtlich nicht aus dieser Zeit sind, die dem aber zugeordnet werden. Manchmal gibt es auch Prophetisches. Das hier ist die Suche nach dem Wort Internet in dem Korpus, den wir haben, vor dem Jahr 1950. Ist nicht ganz klar, wie es dazu kam, beziehungsweise ein, zwei Vorschläge hätte ich noch. Es waren insgesamt 32.000 Ergebnisse, unheimlich schnell geliefert übrigens, in 0,75 Sekunden. Aber die Frage ist natürlich, wie kann man so einem Korpus dann vertrauen? Das verstehe ich gut. Die Diskussion hatte ich gestern immer wieder. Wie können Sie seriös mit sowas arbeiten? Für den Laien funktioniert das wahrscheinlich in vielen Kontexten noch ganz gut, aber für den Profi ist es schwierig. Das fand ich noch ein besonders schönes Beispiel. Mosaic Navigator, in diesem Fall dem Autor Sigmund Freud zugeschrieben. Also ich glaube, wenn man da Spaß dran hat, dann kann man mit der Google-Buchsuche doch einige Kleinigkeiten finden. Ich habe gesagt, ich habe auch ein bisschen überlegt, wie man sowas sinnvoll lösen kann. Und der Kollege Matthias Schindler hat sich eingesetzt für die Herangehensweise bei der sogenannten Personen- und Namendatenbank, die ein wichtiges Referenztool ist. Wahrscheinlich ist es vielen hier bekannt. Und da gibt es jetzt bei der Wikipedia eine Seite, wo man entsprechende Fehler in der Datenbank melden kann. Und das wird dann wiederum über einen Qualitätssicherungsmechanismus tatsächlich auch in dem System geändert. Finde ich ganz smart. Vielleicht geht es auch in diese Richtung mit den Google Books Metadaten. In irgendeiner Form muss man es crowdsourcen, denn die Algorithmen werden diese feinen Unterschiede in der Semantik etc. glaube ich in nächster Zeit nicht lösen können. Ich habe noch ein paar ähnliche Problemchen mitgebracht. Das hier ist ein Optical Character Recognition Problem. Das S und das F sehen häufig oder wurden früher unterschiedlich geschrieben. Sehen Sie fast überall den falschen Buchstaben. Hier gibt es tatsächlich so eine Lösung, die man muss es fairerweise dazu sagen, uns nicht selber überlegt haben, aber das Startup gekauft haben. Das gilt ja auch, wenn man eine gute Lösung erkennt. Recapture heißt das Produkt und funktioniert so. Die zeigen also jeweils ein Wort, was aus so einem Scan kommt, was nicht zu erkennen war von dem automatischen Erkennungsprogramm. Und dann machen sie noch eins nebendran, was sie selber generiert haben, sodass man, wenn beide Worte eingegeben, richtig eingegeben wurden, oder das eine Wort, wo man weiß, was es heißt, richtig eingegeben wird, davon ausgehen kann, dass das andere Wort von dem Mensch auch richtig erkannt wurde. Das heißt, wenn Sie E-Mail-Accounts registrieren oder sonst wie verifiziert werden muss, dass Sie eine wirkliche Person sind und kein kleiner Bot, dann funktioniert so ein Ansatz eigentlich ganz gut. Anderes klassisches Beispiel ist Seitenkrümmung und überhaupt unscharfe Scans, mit denen man nicht so richtig was anfangen kann. Wenn Sie gestern da waren, haben Sie von der Kollegin schon ein, zwei Anwendungen von diesem Ngram-Viewer gesehen. Das hier, finde ich, zeigt sehr schön, wie die Rechtschreibung sich verändert hat. Also zwischen dem heutigen Best und damals einem Best mit so einem S, was ein bisschen mehr aussah wie ein scharfes S,
Also das war ziemlich genau um 1800 oder ein bisschen vorher, dass die Rechtschreibung umgestellt wurde. Und deswegen haben Sie hier so einen scharfen Übergang. Heutzutage finden Sie überhaupt kein Beft mehr, aber früher war das eindeutig das stärkere, die normalere Lösung. Ja, ich finde, ein Teil der Herangehensweise ist eben diese Offenheit, von der der Matthias auch gesprochen hat. Wir haben, nachdem wir an dem den Original OCR-Code von zwei Unis übernommen haben, beziehungsweise der war Open Source, wir haben dran geschraubt, ehrlich gesagt ein Weilchen sozusagen im Verborgenen, haben versucht, den zu optimieren und haben ihn jetzt aber wieder geopen sourced. Das heißt, wenn Sie Interesse haben, sowas zu nutzen bzw. weiterzuentwickeln, ist es, denke ich, immer ganz gut, wenn man sich zusammentut. So ein Optical Character Recognition Tool, davon braucht man eigentlich nicht 20 verschiedene unbedingt. Was ich ganz schön finde in solchen Fällen, wir haben es bei Google Books gelernt, können es jetzt bei Google Docs einsetzen. Sie können jetzt also Ihre alten Briefe von der Omi, die Schreibmaschine geschrieben sein müssen, zugegebenermaßen, einfach hochladen und dasselbe Tool wird in einem anderen Kontext wiederverwendet. Nun, jetzt komme ich zu einer Thematik, ich nenne das jetzt, oder im Englischen wird das Wicked Problems genannt, so Probleme, wo man das eigentlich einfach nicht richtig machen kann. Google Street View wäre auch so ein Beispiel, ne? Am Anfang hieß es, ihr könnt auf keinen Fall rumfahren und alles fotografieren, müsst unbedingt ein Opt-in machen, jetzt haben wir den Opt-in gemacht, jetzt kriegen wir ganz viele Briefe von Leuten, die sagen, welcher Kerl hat irgendwie unser Haus verpixelt, sagen Sie mir sofort den Namen, wohnt im Mehrfamilienhaus. Also es war unmöglich, das ganz richtig zu machen. Und ähnlich ist es, glaube ich, in diesem Bereich Privatheit und gemeinschaftlicher Nutzen von solchen Leseprodukten. Ja, traditionell liest man heimlich unter der Bettdecke, das hat was sehr Intimes, was Privates, soll es ja auch sein. Es gibt aber immer wieder Nutzungssituationen, wo das langsam aber sicher nicht mehr so viel Sinn macht oder man zumindest das erweitert. Die Kollegin hat gestern von Google E-Books gesprochen. Eine Fähigkeit, die dieses Produkt dann jetzt hat, ist, Sie lesen das morgens, fangen Sie das Buch an auf dem Laptop, dann sind Sie unterwegs, fahren mit dem Bus zur Arbeit, dann haben Sie es auf dem Tablet oder so und müssen ja logischerweise wieder dasselbe Buch an derselben Seite wollen Sie ja weiterlesen. Das heißt, irgendwo muss es einen Referenzpunkt geben in der Cloud, der sagt, okay, da bin ich jetzt gerade und beim Mittagessen lesen Sie es dann auf dem Smartphone oder sonst wo. Sie können sich vorstellen, was ich damit zeigen will. Nur dadurch, dass es diesen Referenzpunkt außerhalb des Endgerätes gibt, ist es möglich, aber natürlich ist es damit nicht mehr eine ganz private Angelegenheit, beziehungsweise in einem privaten Austausch zwischen Google und Ihnen oder wer auch immer die Cloud dann bereithält. Ein anderes Beispiel ist sogenannte Social Annotation. Die Idee, ich sage jetzt einfach mal, Sie haben ein Buch und Ihre Mutter hat es gelesen, Ihr Partner liest es, markiert da was, kommentiert was rein, so wie ein angestrichenes Buch eben, aber dann übers Netz verfügbar, gegebenenfalls in einem Universitätskurs verfügbar. Man kann sich da verschiedene Szenarien überlegen, wo das funktioniert. Ähnliches Setup, eigentlich denke ich grundsätzlich eine wünschenswerte Weiterentwicklung und ein besserer Nutzen für den Leser oder für denjenigen, der das Buch bearbeitet. Aber es entstehen Daten und es entsteht immer die Frage, wie geht man mit diesen Daten um? Wie viel will man öffentlich machen? Wie viel will man einem kleinen Kreis zugänglich machen? Etc. Ganz spannend und elementar, vielleicht auch schon hinleitend zu dem Panel, was wir nachher noch haben, die Diskussionsrunde. Wem gehört das Ganze eigentlich, ist die Frage, was passiert, wenn so ein Buch, ein physischer Gegenstand zu einer Dienstleistung, ich kann einen Text lesen, wird. Es gibt dann eine recht bekannte Dystopie von Richard Stallman, einem Messias der Freiheit, sehr interessanter und unterhaltsamer Kollege, wenn Sie sich ein bisschen über ihn informieren wollen. Er schreibt darüber, wie in der Zukunft Studenten sich nicht mehr gegenseitig Bücher leihen können und der Zugang zu diesen Büchern total reglementiert ist,
weil eben es gibt nicht mehr das physische Buch, was ich einfach jemand in die Hand drücken kann, sondern nur noch eine Dienstleistung. In dem Fall hat sich ein Netzautor einen Spaß gemacht. You do not have permission to learn this information, self-report your offense, plead guilty. Also in so einer Welt wollen wir logischerweise nicht enden, aber die Informationen grundsätzlich ins Netz zu stellen und darüber austauschbar zu machen, das ist die Herausforderung, glaube ich, vor der wir alle zusammenstehen. Und vielleicht ist das auch ein schönes Schlusswort für den Vortrag. Ich glaube nicht, dass Google davon ausgeht, dass die ganzen Antworten schon da sind, erst recht nicht in dem Unternehmen selbst. Aber es sind die Chancen sind groß genug, als dass man sie angehen sollte. Und jetzt einfach zu sagen, wir warten und das wird schon mit der Zeit reifen, das ist nun tatsächlich nicht der Ansatz, der bei uns verfolgt wird, sondern vorauszugehen und damit Pionierarbeit zu leisten. Das tut manchmal weh, aber ich denke, im Großen und Ganzen, wenn Sie sich das Google-Buch-Projekt angucken, hat es doch sehr viel Positives bewirkt, auch in Europa mit Europäerna und der Deutschen Digitalen Bibliothek, die wir begrüßen. Also es ist überhaupt nichts dagegen, spricht nichts dagegen, dass es da mehrere Akteure gibt, die sich gegenseitig ergänzen, die sich gegenseitig im Wettbewerb dann eben auch herausfordern, um die Sache besser zu machen. Vielen Dank. So, also auch Google scheitert. Was gibt es für Fragen dazu? Das überrascht mich jetzt wirklich. Google tritt aufs Podium und niemand hat Fragen. Vielleicht warten alle auf die Diskussion, die sich ja noch anschließt, aber doch, dort ist noch eine Frage. Ja, eine kurze, und zwar, beziehungsweise zwei, eine zu den Metadaten, die andere zu den Ngrams. Vielleicht die erste zum Ngram, das basiert natürlich ganz stark darauf, dass wir eigentlich wissen müssten, was der Korpus der gescannten Bücher ist, und das wissen wir nicht. Wir wissen also nicht, ob diese 1800-Schwelle irgendwie dadurch bedingt ist, dass wir eine Riesenanzahl Scans des gleichen Buches, aber in verschiedenen Ausgaben haben, etc. Die andere Frage ist, die Wahl der Metadaten, ist die gerichtet auf eine Suchmaschine, also die Nutzer? Bieten wir an, das, was die Leute suchen, und dann wäre es durchaus sinnvoll, das Falsche anzugeben, wenn das alle suchen? Mhm. Oder geben wir das an, was im Buch steht? Was ja irgendwie ein Trade-off ist, den man entscheiden müsste. Und die Frage wäre, wie entscheidet das Google Books in dem Fall? Also die letzte Frage ist die einfachere, denn da würde ich einfach nicht zustimmen. Es bringt ja nichts, wenn wir was anzeigen und Treffer liefern, zu was, ja, wo was anderes dahinter steht. Also die Treffer müssen ja die Relevanz haben, insofern haben wir ein ureigenes Interesse, das möglichst gut zu machen. Ich weiß, dass die Ergebnisse innerhalb der Buchsuche sich auf die Metadaten beziehen, aber vor allem eben auch auf die Häufigkeit, wie das bei der normalen Internetsuche auch ist, wie häufig kommt das Wort innerhalb dieses Buches vor. Das heißt, die Metadaten spielen nicht dieselbe Rolle, wie sie, die, glaube ich, innerhalb von einer Bibliothek oder anderen Archiven spielen. Beim Ngram Viewer muss ich Ihnen recht geben. Ich glaube, das wäre für alle Beteiligten hilfreich, wenn die gesamte, der gesamte Korpus einsehbar wäre, wenn das transparent ist. Ich glaube nicht, dass es böser Wille ist, sondern einfach eine Frage der Koordination, und ich könnte mir gut vorstellen, dass das bald passiert. Gut. Naja, dann, Herr Landwehr noch eine. Ja, im Bibliotheksbereich, also Buchbereich, ist ja Google gut ins Geschäft gekommen und hat also wirklich ja in überschaubaren Zeiträumen sehr viel geleistet. Das muss man einfach sehen, in Kooperation mit den Bibliotheken. Wir sind in der DDB und in anderen Communities in der Diskussion, ob denn Google auch Ähnliches im Museumsbereich entwickeln wollte oder schon tut. Ich meine, die ersten kleinen Ergebnisse, die übertragen von Street Views sozusagen auf den Museumsbereich, das haben sie geliefert, das ist auch ganz spannend und so ein nettes Ambiente. Aber es betrifft ja nicht die Dokumentation und die Zugänglichkeit der Objekte, das ist ja ein anderes Ding. Also Frage, hat Google sowas im Auge, auch dort Expertise sich anzueignen und entsprechende Kooperationen einzugehen?
Also ich glaube, das Wichtigste in dem Kontext zu sagen ist erstmal, es gibt keinen Masterplan. Es wird von Google irgendwie, weil wir ja so viel wissen, wir haben Daten erstmal, das ist kein Wissen, es sind 20.000 Leute, das sind hoffentlich ganz intelligente Leute, aber mehr auch nicht. Also es gibt weder eine interne Strategie, die die nächsten 10 Jahre da vorhersagt, oder es wird relativ schnell und emergent geplant und umgesetzt. Also da ist ein gewisser opportunistischer Faktor dabei. Grundsätzlich kann man, glaube ich, festhalten, dass gerne, sagen wir mal, die Pionierarbeit geleistet wird und mal gezeigt wird, sowas geht. Und dann mit Partnern erste Projekte umgesetzt werden. Aber sagen wir mal, was jetzt nicht wirklich direkt in unserem Kernbereich liegt, auch wirklich sehr gerne von Partnern an Partner abgegeben wird. Nachdem ich das gesagt habe, gibt es natürlich durchaus konkrete Projekte, die meistens dann aus der Region, also die Intelligenz sitzt am Ende des Netzes, passiert. In Israel, weiß ich, sind verschiedene Kollegen aktiv, Bibelschriftrollen zu scannen und ähnlich wie es bei uns jetzt mit dem Art-Projekt weitergeht, gibt es konkrete neue Museen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und es gibt Kulturzentrum, ein Kulturforschungs- und Entwicklungszentrum im Pariser, im französischen Hauptsitz von Google. Da arbeiten, ich glaube, 20 Leute exklusiv an solchen Digitalisierungsprojekten. Und für gute Ideen sind wir immer offen, aber ich glaube nicht, dass es jetzt so aus Google raus die Intention gibt, alle Kulturgüter zu scannen. Das wäre vielleicht doch sogar für uns noch eine Nummer zu groß.